Heute präsentiere ich euch mal wieder ein nachgemacht Rezept. Und zwar erinnert ihr euch doch sicherlich noch an die Pizza Burger von Dr. Oetker. Und die habe ich heute nachgemacht. Und wenn ihr wissen wollt, wie das ging, dann solltet ihr unbedingt dranbleiben. Für meine Pizza Burger brauche ich jetzt erstes eine Soße. Das heißt, ich habe jetzt hier Ketchup. Dazu kommt Tomatenmark. Wird miteinander verrührt kurz. Dann habe ich hier noch Tomaten. Davon werde ich erstmal das Fruchtfleisch hier entfernen. Und dann werden die Tomaten in Würfel geschnitten. So, und jetzt kommen die Tomatenwürfel noch mit zur Soße. Ganze wird jetzt nochmal miteinander vermengt. Und dann wird das Ganze mit Salz, Pfeffer, Oregano und Basilikum gewürzt. So, die stelle ich jetzt beiseite und kümmere mich jetzt um den Belag für die Pizza Burger. Ich habe mich für die Variante mit Salami entschieden, aber die von Dr. Oetker damals, die gab es ja in verschiedenen Sorten. Die gab es in Hähnchen Barbecue Spezial und ich glaube Hotdog war auch noch mit dabei. So, ich habe jetzt hier die Burger Buns und die werden jetzt mit der Soße schön bestrichen. So, und die hier, die ich jetzt hier mache, die werde ich mir einfrieren. Die werde ich aber trotzdem so fertig machen, schon mal. Und dann kommen die also mit dem Teller zusammen für mindestens eine Stunde in den Froster. Danach wieder rausnehmen, eintüten, dann können das einfrieren. Also richtig einfrieren. Und jetzt gebe ich ebenfalls auf beide Seiten geriebenen Käse. Da werde ich allerdings geriebenen Mozzarella nehmen und geriebenen Cheddar. Weil das war ja im Originalrezept auch so. Da gibt es auch verschiedene Sorten Käse. Und wie ich mich erinnern kann, war das auch Mozzarella-Käse und Cheddar-Käse. So, und die Salamischeiben, die legt ihr bitte nur auf die Unterseite von eurem Burger Buns. Ich habe übrigens auch schon mal Pita Pizzas gemacht. Die kann ich mal hier oben verlinken. So, und die kommen jetzt in den vorgeheizten Backofen für mindestens 15 bis 20 Minuten. Und fertig sind die nachgemachten Pizza-Burger von Dr. Oetker. Und ich schreibe euch das genaue Rezept dafür in meine Videobeschreibung. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend und viel Spaß beim Nachmachen.